Bilder-Simulator. Abgefahren. Wir gehen rein. Neues Game, frisch auf dem Markt. Am 9.6. soll es wohl rauskommen. Und ich bin übelst gespannt, was da geht. Und wir gehen rein ins Game. Ich bin mächtig planlos, wie immer. Also blind gezockt. Einfach mal rein in das ganze Spielmodus. Tutorial. Soll man Tutorial erstmal machen? Komm, wir gucken mal rein. Tutorial, Alden. Nee, Alter. Okay, wir haben so einen kleinen Baumaschinenroboter. Sehr, sehr geil. Foundations sound fun. Wow. My name is Bill Dirt, and today I'm going to be your worst nightmare. Okay, abgefahren. Abgefahren. Erinnert an Claptrap. Hoppala, ein bisschen am Ruckeln ist es. Aber Respekt, Alter. Sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ja, sieht auch schon mal echt ganz gut aus. Gucken wir mal, was hier geht. Ah, mit der mittleren Maustaste das Auswahlmenü für die Werkzeuge. Schaufel. Ach. Okay, nur dieser Bereich. Okay, das ist wild. Sehr geil, dass man so präzise... Warte mal, kann ich das einfach... Ich kann einfach gedrückt halten. Das ist natürlich sehr angenehm. Zack, 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 zack. Ready. Perfekt. Okay, ausgebuddelt ist es. Schalung habe ich gekauft. Ich sollte 100 Stück jeweils kaufen. Das heißt, jetzt haben wir sie hier, die Schalungen. Und jetzt können wir sie auch platzieren. Auch immer direkt parallel. Das ist gut. 100 Stück. Kann ich gedrückt halten? Ja, kann ich. Okay. Was wird denn das jetzt hier? Ist das jetzt hier ein komplettes... Ich meine, die Schalung sieht so... Sieht so flach aus. Ist das jetzt hier die gesamte Area von dem Haus? So. Das kommt auch noch rein. Zack. Reingetüdelt. Jawohl. Bisschen hier, damit wir hier auch ordentlich Stahlbeton und so Sachen machen können, ne? Good job! Gieße die Fundamente! Geh zur Schubkarre, gieße den Boden, den Beton ins Fundament. Alles klar. Alter, der ist aber schon, er ist aber auch schon wieder anstrengend, oder? Okay, scheint irgendwie zu funktionieren, dass ich auch gleichzeitig laufen kann. Also, linke Maustaste. Und gib ihm. Passt das? Nö. Das ist aber ein bisschen, das ist aber ein bisschen schlampig. Da müssen wir nochmal nach. So. So. Machen wir nochmal wieder ein bisschen zurück. Marsch, marsch. Siehst du, da geht noch was rein. Das fühlt sich dann auch nur sehr zäh und klobig. Okay, warte mal. Warte, 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 warte. So, so, so. Ah, so geht's. Mit dem Aiming-Ding hier in der Mitte. Ein bisschen vor. Okay. I'll see you at the concrete mixer in a bit. Easy. Alter. Okay, nächster Part ist es, Betonvorbereitung zu machen. Das ist natürlich krass. Wir brauchen Speis. Alles klar. Schalte den Betonmischer ein. Jetzt gab es natürlich dazu noch die Info, man verliert pro... Was war das? Sekunde, wie er an ist, verliert man einen Dollar. Das heißt, ich mache ihn doch jetzt noch nicht an, oder? Ich brauche noch eine, ich brauche ja eine Schippe hier für den Sand. Oh, wait, 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 wait. Okay, die habe ich schon dabei. Also, wir machen erstmal tutorialmäßig an. All the ingredients you need can be found around the concrete mixer. Above the concrete mixer, there are the ingredients you need to create a mortar. Start with the sand. Ah, da oben ist das richtige Mischungsverhältnis. Perfekt. Sand. Sand. Erstmal rein damit. Erstmal schön trocken durchmischen. Zement und Sand.
So, wir brauchen ja ungefähr eine schöne Ladung hier. Zack. Jetzt lüpft das. Und jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen was Wasser. Wo ist Wasser? Ah, hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. So. Schön mischen lassen. Das muss schön schmatzen, muss das. Jawohl. Bisschen noch. Ja. So. Jetzt ist es aber richtig gut, ey. Ach, jetzt können wir hier einstellen, was wir hier, was wir haben wollen. Wähle Beton. Jetzt haben wir gerade Mörtel gemacht. Und jetzt machen wir Beton. Klicke auf Auto. Klar. Ja, ist er denn schon soweit fertig? Schubkarre, jawohl. So, ach guck mal, da ist sie schon direkt hingesprungen. Jawohl, und nun raus damit. So. Schön ein bisschen raus, hin und her. Zack, 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 zack. Was sagt der? Ha! Erledigt, Alter! Mehr Speis! Also bis hierhin muss ich ja sagen, kommen mir so langsam Erinnerungen aus meiner wilden Vergangenheit. Ja, sowas habe ich alles schon gemacht. Absolut, absolut gut bisher. Und jetzt müssen wir Estrich gießen. Ist das richtig? Grabe den Boden für den Betonestrich mit einer Schaufel aus. Jawollo, machen wir. Wow, 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 okay. Das ist ja top. Okay, das ist super, das ist super. Das geht viel schneller. Und es landet auch alles irgendwo. Und man grabt auch eine, eine angenehme Tiefe automatisch und auch Breite und Höhe. Also super. Ach, ist das gut. Ja, so. So macht das Bauarbeiten Spaß. So. So, machen wir ein bisschen Sand in die Karre. Geht auch. So. Vier Schaufeln, Karre ist voll. Mega. Dann auswählen. Entleeren. Alter, wie er sich einfach komplett entleert über die gesamte Area hier, ey. Da ist er aber schon gut dabei. So. Good job. So. Now we have to buy some reinforcements. Klar, Alter. Wir brauchen auf jeden Fall Enforcements. Okay, 30 Gitterverstärkung. Kommt. Zack. Stellen wir auf 10. Stellen auf Kaufen. Rabam, rabam, rabam. Now place them on the foil. Machen wir. Und diese auch direkt hier unten in der Auswahl. Zack, eins drücken und gib ihm. Ach guck mal, die sind aber klein, ey. Kann ich eigentlich zu viel oder zu wenig machen? Nö, ne? Ich habe gerade nicht den Eindruck, als ob ich hier mich vertun kann. Ja, perfekt. So, und jetzt heißt es, gieß die erste Schicht aus dem, mit dem Beton hier da rein. Die erste Schicht. Wenn wir mal ein bisschen hier die Kurve drehen. So. Fangen wir mal da oben irgendwie an. Oder fangen wir mal hier so an. Oder wie fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. So. Lass jonnen, Alter. Und dann müssen wir aber gleich hier schön schwabbeln, oder wie das heißt. Damit das alles schön eine Ebene wird, ey. So, komm, da geht noch was drin. Schön alles... So. Jawolski. Also offensichtlich müssen wir doch nicht hier irgendwie doch den Estrich weiter bearbeiten. Ist anscheinend schon direkt fertig. Auch nicht schlecht. Jetzt geht es weiter mit der Isolation. Kaufe 30 Bodenisolation. Also mal eben Tab gedrückt. Und hier haben wir es auch schon. Oh ne, 100 brauchen wir nicht. Zack, auf 10 stellen. 30 gekauft. Und dann wählen wir auch das aus und klatschen das direkt hier. Klack, 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 klack. Easy. Perfect. Ha?
Ach, das war jetzt die erste Schicht Estrich erstmal. Dann haben wir jetzt die Isolation noch dazwischen gemacht. Und jetzt kommt hier noch eine Ebene drauf. So. Oh, das ist aber hoch, Alten. So. Jawollo. Das machen wir einfach so hoch hier. Ohne, dass wir auch irgendwie ansatzweise da eine Umrandung für haben. Oh, jetzt muss ich aber hier gleich mal in die Mitte. So. Mit Augenmaß, Alter. Zack, siehst du? Steine drum. Fertig. Der richtige Ort für die Waschmaschine. Okay, in dem Part geht es jetzt um die Wände. Dreierlei verschiedene Wände. Tragende Wände. Rigipswände. Und andere Wände. Also, die drei Wände haben wir. Und die müssen wir hier hochziehen. Kaufe 100 Holzblöcke, sagt er. Holzblock? Hohlblock. Das sollte ich kaufen, ne? Ja, Hohlblöcke sollte ich kaufen. Schon gedacht, alle Holzblöcke. So, wir brauchen 100 Stück. Okay. Wir brauchen Mörtel, Alter. Perfekt. Jetzt brauchen wir natürlich eine Kelle. Ich mörtel hier schon mal ein bisschen was rein, ne? Ich meine, das ist ja sonst, dauert ja sonst ewig hier. So. Und dann hauen wir hier mal ein paar Blöcke drauf. Ab geht's. Wow, okay. Also, nächster Part ist... Offensichtlich kann ich da gerade gar nicht mehr dran, aber nächster Part ist dann... ein Gerüst quasi schon zu bauen. Also, testen wir das mal eben. Ein riesiges Gerüst. Wait. Guck mal hier, so ist das schon nicht schlecht. Und platzieren. So. So, ab geht's. Okay. Okay, jetzt bin ich natürlich ein bisschen hoch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Kaufe einen Sturz. Alten, ohne Scheiß. Wieso denn jetzt schon einen Sturz? Ich habe noch nicht mal gemauert. Also, kaufen wir einen Sturz. Weiter geht's. Ha! Easy. Mal eben komplett alles fertig gemacht. Und jetzt ballern wir hier den Sturz rein. Zack. Okay, nachdem man quasi die Ebene hat mit den Stürzen, kommt nochmal anscheinend eine Ebene drauf. Und dann kommt schon automatisch die Anzeige für die Dachebene sozusagen. Jetzt gucken wir uns das mal eben an. Tragende Wände. Und ich brauche Deckenblöcke. So, 20 Stück. So, wir gehen da mal hier rauf ein. Schön. Und dann gib ihm. Kann ich da drauf springen? Oh geil, Alter, kann ich wirklich. Klatsch. Extraordinary. Abgefahren. Zerlegen Sie das Gerüst mit dem Bohrer als nächstes. Ja, wie denn jetzt? Nee. Ja, warte mal, ich muss doch hier noch demontieren. Okay, ab geht es. Kaufe eine Tür, heißt es nun. Das heißt, wir gehen wieder mit Tab rein, ab ins Menü und kaufen eine Haustür. Zack, gekauft. Und. Wow. Okay, jetzt haben wir hier quasi die Tür. Und müssen jetzt damit das Ding hier anpassen. Genau, und sobald es grün wird, ist es dann quasi passend gemacht. Es ist anfangs tatsächlich extra ein bisschen schlecht, wie es platziert wird. Okay, ja, offensichtlich. Aber man kann es dann relativ schnell mit dem Mausrad einfach korrigieren. Und dann ist es drin. Und platziert. Und jetzt, ach, das ist auch nochmal richtig geil. Jetzt können wir die Optik ändern. Eingangstüren. Okay, das ist wirklich cool. Das ist ja wirklich cool.
die verschiedenen Arten, also verschiedene Haustürarten und dann auch noch die Farbe dran anpassen. Krass. Nicht schlecht. Ha, und wir können mal wieder Schrauben halten. Imagine using a screwdriver. Ja, Mann. Screwdriver. Wham, ab geht es. Wham. Wham. Und wham. Now it's time for wham. Oha, was haben wir da? Oh, da sind die Abstandhalter. Was denn jetzt? Müssen die raus oder muss ich die reinfloppen oder was reinkloppen? Da müssen wir erstmal gucken, was wir damit machen, ey. Fülle die Keile mit bloßen Händen ein. Was? Boah. So. Abstand halten. So. Zack, zack, zack. Jawohl. Damit das auch schön ausgerichtet ist. Now you know how to insert a door. Nee, habe ich schon PU-Schaum drauf? Ist schon, oder? Oder muss ich noch selber ausschäumen? Keine Sorge, wegen dem Schaum reden wir später drüber. Aha. Nice. Amazing. Amazing, Alden. Alles klar. Das ist doch schon mal gut. Also, ausgeschäumt ist es und wir brauchen jetzt... Aha, anpassen. Fensterbänke. So. Perfekt. Hier auch nochmal anpassen. So. Das ist aber alles andere als schick. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Kann man noch gut machen. Und ich glaube, es geht weiter. Yeeha! Alter, ohne Scheiß, ich sehe mich da in dem Game schon hier schön rumhantieren und das vielleicht sogar mal ein, zwei Session auch im Stream zocken. Wenn ihr meint, das wäre auch was für ein Stream, vielleicht einfach mal einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Dienstags, Donnerstags und Sonntags gibt es dann immer geile Simulationsgames. Und ansonsten Montags, Mittwochs und Freitags Russian Fishing 4. Wir brauchen Rigipswände. Ja, Wolski, ab geht es. Kaufe 10 Profile. So, und jetzt heißt es schon direkt, platziere sie. Machen wir direkt. Ja, machen wir. So, zack. Drauf, festspacken. Hier oben auch. Zack. Alter, da kommen Erinnerungen hoch, ey. So, Bohrer und gib ihm. Zack. Mit Aufsatz. Jawohl. So, dann machen wir mal hier schön die Zwischenwand. Jawohl, jawohl. Good job. Now we have something to screw the plasterboard too. Alles klar. Isn't that amazing? By 100 plasterboards. 100 Gipskarton. Gekauft. Now place them on one side. So, haben wir ausgewählt und dran gepappt. Und dran gepappt. Das ist ja geil, dass es schon alles hält. Und jetzt müssen wir es natürlich schon mal dran schrauben, alles wieder. Mega, Alter. Mega gut. Wenn das einfach so gehen würde, ne? Und nur eine olle Schraube. Träumchen. Ach, guck mal, die Kleinen hier, die sind alle schon drin. Die Kleinen sind alle zum Glück schon drin, nur die Großen nicht, ey. Ah, jetzt brauchen wir noch Isolation. Kaufe 20 mal Steinwolle. Zack, zack. Und rein mit der Steinwolle. So. Perfekt. Und dann machen wir das natürlich wieder dicht hier mit den Platten. Zack und zack. Und schnappen uns den Schrauber und fixieren. Ich weiß gar nicht, was da die ganze Zeit quatscht da im Hintergrund. Lüpp doch hier, Alden.
Easy. Jawohl, machen wir. 20 Isolationen gekauft. Genau, da haben wir hier einmal diese Feuchtigkeitsisolationsfolie irgendwie einmal nach unten, ne? Wenn mich alles täuscht. Und jetzt brauchen wir wieder Speis. Zack, zack, zack. Betonklötze drauf. Dann brauchen wir wieder Speis. So. Alter, nun lübt aber der Lachs hier anders wild, ey. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Das ist ja hier dann gleich die Ebene für den Sturz. Siehst du, da ist der Sturz. Brauchen wir da nicht ein bisschen Speis drunter oder was? Want to hear a construction joke? Wait. I'm still working on it. Maybe not. So, Sturz. Blöcke. Und dann kommt aber ordentlich Speis wieder dazwischen ein. So. Ordentlich drauf tütteln. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, mach doch mal die Ecke noch voll. So. Haben wir natürlich auf dem Block oben drunter haben wir natürlich auch noch Speis drauf gemacht, damit er auch an der Decke schön haftet, Alter. So. Superb. Pass superb, Alter. Wait. Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du es einfach wieder kaputt hauen? Ich dachte, man plant das vorher ordentlich. Was? Reißt die Trennwände mit dem Vorschlaghammer ab? Nee. Ich hab doch hier gerade im Schweiß hier meines Angesichts mal locht, Alter. Das ist ja ein Undingen. Erstmal den Sturz. Ja, Mann. Roundhouse Kick. Bam. Gib ihm. You've already got the wall. I wonder what's next. Ja, hier. See you in a minute. Yeehaw! Ja, Mann. Was geht rauf und runter und bleibt doch am gleichen Platz stehen? Richtig, Treppen. Also. Attacke Vollgas. Treppen können wir jetzt und sollen wir jetzt bauen. Kauf eine Treppe im Shop. Also machen wir das. Treppe gekauft. Okay, also hier soll offensichtlich die Treppe rein. Wir wählen das mal aus. Und auch hier, auch wenn es da noch die Leiter steht, können wir das Ding jetzt wohl platzieren und auch noch wieder ändern vom Style. Nicht großartig, aber immerhin etwas. Ja, nicht schlecht. Also, so platziert man dann also verschiedene Treppen, auch von der Art her unterschiedlich. Auch hier muss ich sagen, rein optisch wirklich gut. Ganzen Texturen und so, auch die Lichtverhältnisse passt. Jetzt heißt es wieder, reiße die Treppe mit dem Vorschlaghammer ab. Klar, können wir alles machen. Oh, einmal draufgehauen, weg ist sie. Perfekt. Okay, und für dieses kleine Häuschen sollen wir jetzt ein, wie heißt das, Walmdach-Schema kaufen. Dach. Ah, und mit diesem Schema sehen wir jetzt, wie es aussehen würde. Ah, okay. Und das ist natürlich auch richtig krass. Das heißt, mit dem Mausrad können wir jetzt sagen, okay, wir hätten es gerne etwas flacher oder deutlich höher. Okay, das ist wirklich, wirklich wild. Abgefahren. Platzieren wir das Ganze mal eben. Okay, kaufe 100 Dachbalken, klar. Zack, 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 drauf da. Ja, Wolski, Alter. Das ist doch gut, ey. Das sieht doch gut aus. Und jetzt kommen da jede Menge Dachziegel drauf. Dachziegel 200. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht 200 mal klicken. Auswählen und... Okay, perfekt, ganze Parts. Jawohl. Ganz oben. Jawohl, die Schrägen. Perfekt. Also, das ist doch angenehm. Auch hier komme ich oben dran. Und es lübt so durch. Ja, nice. Wow. Also, das war jetzt die Basics. Und nun geht's dann an den Feinschliff. Heißt also, es geht jetzt an den Feinschliff der Wände.
und sowas wie vielleicht Fallrohre, Regenrinnen und so was alles. So, und dann klatschen wir natürlich die Isolierung schön dran hier. Ja, schön dicke ISO, ey. So, drauf damit. Kann ich das gedrückt halten wieder? Kann ich. Das ist perfekt. Das heißt, ich gehe hier einmal entlang. Markieren Sie den Bereich, den Sie auf der Außenseite streichen wollen. Mit der Gipskelle. Alter, jetzt haben wir hier isoliert. Und jetzt muss die Isolation natürlich noch erstmal schön ordentlich verputzt werden. Also, Gipskelle. Da ist sie. Putz. So, jetzt können wir das Ding drehen. Wett. Was haben wir denn davon, Alter? Hä? Jawohl. Mehr, Alter. Haut drauf. Farbe wählen. Aha. Und oha. Sample. Ach, krass. Ach, abgefahren. Nehmen wir mal einfach hier, Ette. Wie good job. Wie sieht das denn aus? Ah. Ah. Oh, wait. Wait a minute. You can hold or click. You set the pace of the game. If you run out of material while filling the wall, then collect more from the bucket you set up earlier. The first time. Von der Idee her super geil. Man muss halt ein bisschen drauf klarkommen, aber dann lügt der Lachs, Alten. Speis. Hä? Huh? Cool. Schön alles verputzen, Alter, damit das auch ordentlich schick aussieht hier. So, bis in die letzte Ecke. Zack, dran tüdeln. Bisschen mehr Deko hier drauf klatschen. Klatsch. Und im Vorbeigehen schon mal hier die nächste Wand machen. Oh, hat er einfach hier das andere Ding schon wieder gemacht. Krass, einfach zu gut. Und beendet. Das war's, oder? Aber offensichtlich noch nicht, denn er hat noch nicht Katsching gemacht und hat gesagt, alten Ehre. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich muss, tatsächlich die Stürze und die Rahmen hier alle noch machen. Jetzt macht er Jeha. Okay, das ist aber gut. Das ist gut, dass es so ist. Zack. Haben wir hier auch noch was zu machen? Nee, ne? Cool. Und hier einmal rüber. Und erledigt. Nicht schlecht. Ja, jetzt kommt hier der Innenausbau tatsächlich. Und hier können wir jetzt sagen, Moment, wo ist der Eimer? Wir machen hier mal eben dicht. So. Und wir fangen mal hier hinten vielleicht einfach an. Platzieren. Warum ist denn das schon voreingestellt? Oh, wait. Okay, es geht einfach nur um Putz. Ich dachte, es geht schon um Farbe. Okay, das ist natürlich sensationell. Wir verputzen das hier mal eben schnell. Alles schön beschichten. Alter, Traumjob, wenn er so gehen würde, ne? Nix abkleben. Easy. So. Haben wir auch. Hier. Fensterrahmen auch. Und jetzt sieht das natürlich alles ein bisschen wild aus. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal noch ordentlich abziehen. Ja, die Türnischen und so. Und hier ist die
abziehe. Jawohl, schön. Klar, schön vorsichtig glatt machen hier. Aber das macht er ja mit einem Schwung. Easy. Tja, und damit haben wir quasi den Innenausbau, die Basis dafür geschaffen, dass man es ab jetzt komplett ausbauen kann. Mit Möbeln, mit Schnickschnack, mit allem drum und dran. Farben auswählen, Muster. Zack, 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 in Windeseile gestrichen. Das ist schon wirklich gut, ey. Ja, und damit geht's dann rein hier ins Haus und in den Innenausbau. Wählen Sie Bodenvorlage aus. Also Tab, nee, mittlere Maustaste. Und hier haben wir den Boden, Bodenvorlage platziert. Und damit können wir tatsächlich eine riesen Auswahl verschiedenster Bodenbelege und Farben. Wow, 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 wow. Nice. Alles platzieren. Sehr, sehr geil. Was gibt's noch? Sieht aus wie in so einem Baumarkt hier, Alter, wo man hier die verschiedensten Muster sich angucken kann. Was haben wir hier noch alles? So, klassische Holzoptik. Oder wie in so einer Werkstatt oder was? Oder einfach schlicht. Ja, great. Puh, und jetzt wird's richtig wild. Jetzt geht's an den Innenausbau. Und wenn wir hier Tab drücken. Wham. Alter Falter. Jetzt haben wir hier eine Riesenauswahl an Möbel und Gedöns. Leck oh funny, Alter. Aufgabe ist es, jetzt eine Badewanne zu kaufen und zu platzieren. Deswegen machen wir das mal hier als erstes. Platziert. Geht das? Geht. Ist richtig, richtig connected. Sehr gut. Kaufe zwei Gegenstände aus dem Küchenmöbelset. Machen wir natürlich auch noch. Und ja, ich würde sagen, das Platzieren ist ein wenig tricky. Aber halt super frimselig. Platziert. Ein Riesentrümmer. Und er ist verkehrt platziert. Alles richtig gemacht. Ich kann einfach alles... Alter, jetzt quatsch doch mal nicht immer dazwischen, Alter. Ist ja nicht auszudenken. Aber das ist natürlich... Alter, ab einem gewissen Punkt reicht's aber absolut mit dem Dude. Alter, er hört einfach nicht auf zu reden. Das ist ein wichtiger Punkt. What the heck, Alter? Ich kann die Größen verändern von den Artikeln. Ich kann mir das Ding kaufen und sagen, okay, ich hätte es gerne in 50%iger Größe. Denn ich möchte gerne ein Puppenhaus bauen oder was? Wer kommt denn auf so eine Schnapsidee? Oh, warte mal, es passt mir nicht so ganz rein hier in die Badewanne. Die Badewanne passt mir nicht so ganz. Ich mache einfach ein Waschbecken draus. Easy. Und dann passt es mir auch wieder rein. Okay, das ist irgendwie wild. Also ja, vielleicht, wenn man mal so ein bisschen, ne? Sagen wir, du hast hier irgendwie einen Artikel und der passt halt nicht so ganz und dann machst du das mal alles so auf 85%, 90%. Da macht das vielleicht noch Sinn. Aber ansonsten schon ein bisschen wild. Ja, geile Option im Game. Gute Möglichkeiten. Nächster Part wäre dann, Sachen zu scannen oder schnell zu verkaufen. Kaufen wäre halt jetzt einfach duplizieren. Heißt also, ich hätte gerne noch eine zweite Badewanne. Zack, gekauft. Auch die machen wir ein bisschen lüder. Easy. Ja, geil. Andere Option ist dann eben verkaufen. Was will man noch mit zwei Badewannen? Rechte Maustaste. Düdüp. Büdüp. Büdüp. Nicht schlecht. Und damit das noch nicht genug ist, wollen wir natürlich auch noch
den Garten machen. Das heißt, wir haben hier einfach alles mit drin. Sämtliche Game-Optionen vom Housekeeper sozusagen. Alles hier in einem. Wow, und das ist wild. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein Gebäude, etwas zu planen, komplett. Wir können es speichern, wir können es teilen, mit Friends untereinander teilen. Richtig, richtig gut. Und man plant eben jetzt hier sein Projekt, würde ich mal sagen, komplett. Das heißt also, wenn wir jetzt hier Wände platzieren wollen, können wir das einfach random oder mit Shift macht er direkt Kästen. Und bei den Fenstern können wir dann auch noch die Größe ändern. Das ist natürlich auch richtig gut. Mit W oder mit S Elemente skalieren. Wow. Und damit wir den Garten auch noch direkt voll machen, bauen wir hier auch noch einen Swimmingpool ein. Jawohl. Zack. Plus einen Weg. Jawohl. Ja, und dann kann das Ganze gespeichert werden. Zack. Das ist natürlich jetzt hier Tutorial-Test. Tut-Test. Speichern. Fertig. Boah, ey. Ja, das war das gesamte Tutorial mit allem drum und dran. Ich glaube, das wird richtig wild. Ich denke, ich werde da auch zumindest mal in die Basics reingehen und reinschauen, wie das denn klappt. Aber genauso denke ich auch, dass das vielleicht noch eher etwas ist für den Livestream. Heißt also, wenn du Bock darauf hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Jau, Alden, ab in den Livestream damit. Und dann gucken wir uns das gerne mal in den Tagen zwischen Russian Fishing 4 an. Heißt also, dienstags, donnerstags und sonntags wäre da auch noch Zeit für. Ich bin sehr gespannt, was da noch geht. Es sieht super komplex aus. Es sieht sehr, sehr aufwendig aus. Das heißt, alle, die eben Bock haben auf so Games wie House Flipper zum Beispiel, die sind mit dem Game, glaube ich, richtig gut bedient. Wenn das Ganze gefallen hat, abonnier doch den Kanal. Dann sehen wir uns, wie gesagt, in einem der nächsten Videos. Setz den Bauhelm auf, werde kreativ und bau dir deine eigene Hütte. Bis zum nächsten Mal.